Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Rising World Community Server. Ja, der Server, ich muss ihn natürlich regelmäßig besuchen. Wie gesagt, ich will ja noch selber bauen, hatte ich jetzt noch keine Zeit für. Aber wir wollen trotzdem nochmal gucken, was hier in der Zwischenzeit so passiert ist. 5 Tage ist, glaube ich, das letzte Video her und da geht's zur Hochstraße. Okay, so heißt die Straße. Und da hinten war keine Bauruine, nein, da hat einer ganz fleißig gebaut. Und ja, da oben seht ihr den Chat, ich habe gerade noch gelobt, wie fleißig die alle basteln. Und da gehen wir noch, da läuft da schon einer rum. Der Iceword, den kennen wir auch schon. Der ist auch schon ewig dabei. Einfach mal Huhu schreiben. Huhu. Und das hat er gebastelt. Ach, wunderschön. Also die Gebäude, natürlich noch nicht fertig. Ich gehe einfach mal rein, eiskalt. Er ist gerade fleißig am Bauen. Der Server ist ja sozusagen in 5 Tagen jetzt aus dem Boden gestampft worden. Und ja, viele bringen ihr eigenen Erfahrungen aus Rising World mit und bauen ihre eigenen Werke, so die wirklich einzigartig sind. Das sieht echt schön aus, wenn man sich das anguckt, wie jeder seinen eigenen Baustil hat, ne? Wir gehen mal zu dieser Ruine, die ich ja als Ruine bezeichnet habe, was aber gar keine ist. Da seht ihr zum Beispiel diese Lampen mit Glas. Und sie haben mal Chef zu mir. Ich finde das furchtbar. So, Wohnort von MCT. Hier wohnt MCT. Schöne Treppe nach oben. Wir gehen einfach mal kackenfrech rein. Es ist nachts. Ich hoffe, es stört nicht. Und er hat sich entschlossen für diese Runden, für diese Rundenbauklötze. Die Truhen lasse ich mal schön in Ruhe. Und Marmortreppen. Sehr, sehr schick. Ne? Eher so eine Art Festung. Naja, es entsteht. Finde ich cool. Es ist eine Menge Arbeit, sowas zu bauen. Na, vor allem, man muss das ja, man baut nicht einfach hin, einen Klotz hin. Nein, man muss das ja alles auch überlegen, wo man jeden Klotz setzt. Finde ich ziemlich raffiniert. Da hinten sind von tut meist nix richtig geile Erzboxen. Was natürlich, weil wir so viele Spieler drauf sind, momentan sind es 6 mit mir. Okay, das Admin ist jetzt weg. Bei den Spielern, die nur Spieler sind, steht jetzt nur noch Spieler. Sehr gut. Und einer ist fast 530, also er ist 530 Meter weit weg. Heide Witzke, was machst du denn da hinten? Und ja, wie gesagt, tut meistens nichts. Admin hier drauf, Richtung Diebe HDs Shop. Okay, einen Shop gibt es auch schon. Erzboxen, die sich bei jedem Restart, hat er mir geschrieben, wieder füllen. Heißt also, wir dürfen uns dran bedienen. Oh, das wünsche ich mir bei meinem Projekt Aluminium. Kobalt, da sehen wir mal, welche Erze es überhaupt gibt. Mithril. Und das gute alte Kohleerz, was da noch gar keinen Sinn hat. Aber wenn ich jetzt hier klopp, dann kann ich das hier abbauen tatsächlich. Also wenn ihr jetzt als Gast auf den Server kommt und kriegt hier die Erze gratis. Oh, liebe HD. Ich mach mal einen Knicks. Möchte mit dir befreundet sein, ja. Er tauscht Äpfel und ich gebe Steak. Boah. Danke. Oh, habe ich gar nicht geschrieben? Ich kann mich nicht bewegen. Danke. Warum kann ich mich jetzt nicht bewegen? So, jetzt kann ich mich wieder bewegen. Sehr gut. Nicht so viel auf einmal. Bitteschön, schreibt er. Ja, super. Wo ist Gold? Wo ist Gold? Ich will Gold sehen. Da hinten ist Gold. Guck mal, das suchen wir doch im Überleben, im Singleplayer. Mann, ich will Gold haben. Das ist wunderschöne Gold. Wie gesagt, bei jedem Relog ist das Erz wieder da und dann kann man es wieder abfarmen. Wer jetzt noch Interesse hat mitzuspielen, kein Problem. Ist noch Platz ohne Ende. Ihr könnt einfach mit rein und das Passwort Rising World 321 eingeben oder umgekehrt. Ich vergesse das aber wie ich immer. Entweder 321 Rising World oder Rising World 321 klein geschrieben, natürlich alles, ne, die Zahlen, da brauche ich ja nicht sagen, dass man die klein schreibt, die sind ja normal geschrieben. So, pack in die Kiste, was eventuell andere brauchen können. Pack in die Kiste, was, okay, das habe ich schon gelesen. Das ist nett, ne? Also der Server selber funktioniert sehr gut, muss ich sagen, die Leute sind alle super lieb. Und es macht richtig Spaß, hier mit bei zu sein, weil die Leute echt so nett sind und es wird jeder hilft jeden. Draußen bellen sogar die Hunde, die helfen auch noch mit zum Bergwerk. Bienenbuckel oder Binnenbuckel. Ich hätte das mal falsch gelesen. Hier ist immer noch einer fleißig.
Kein Zeitdruck, wer bauen will, kann kommen, bauen, wenn er Zeit hat, wenn er arbeitstätig ist und wirklich nur einmal eine Woche bauen kann, kann er auch nur einmal eine Woche bauen. Hier geht es nicht um die Optik, ne? Hier geht es darum, zusammen Spaß zu haben. Auf jeden Fall. Was ist das für ein Bunker hier? Ah. Boah. Voll Knast. Aber auch so. Wieder so ein eigener Baustil mit so Zinnen unten drunter, seht ihr? Oder wie man das auch immer ausspricht oder was das auch immer sein soll. Können wir machen ihnen eine Überraschung und legen ihnen Gold. Da würde ich mich eben in Wirklichkeit aber auch überfreuen, wenn man einfach mal so Gold im Ofen legt. Obwohl ich gar keinen Ofen habe. Doch, ich habe einen Backofen. Aber da soll keiner Gold reinlegen. Das muss nicht passieren. Obwohl, ich würde mich trotzdem über Gold freuen. Gut, dann gehen wir mal ein bisschen weiter gucken, was hier so gebastelt wurde. Wir dürfen hier auch mal die 2 drücken und mal fliegen. Uns das Ganze mal so ansehen. Hier entsteht natürlich auch noch ein kleines Häuschen. Und hier haben wir eine Werkbank. Mal schauen, was dazu geschrieben wird. Hier dürfen wir uns ja um gratis heilen im Krankenhaus. Krankenhaus zum heiligen Spiele. Braucht einer Gras? Geile Frage. Gras. Bergwerk zum Spawn, Krankenhaus. Wegerbauer. Achso, ja, das hat man schon mal gelesen. Hier sind so Kisten gebaut worden, damit man hier schneller craften kann. Irgendwo habe ich was Buntes gesehen. Gerade sah richtig geil aus. Kann man so ein bisschen die Möglichkeiten sehen im Spiel. Wo war das denn jetzt? Bei wem? Ich glaube, das war bei dem am Haus. Ja, da habe ich schon gesehen. Es ist ja das Haus von... Irgendwann weiß ich es ja auswendig. Willkommen in der Farbengrotte. Das hört sich ja an wie... Nein, das sage ich nicht. Hummel. Hummel? Hummel. Ein Pool. Leider noch ohne Wasser. Es gibt ja kein Wasser. Mit einem Sprungbrett dran. Und ja, da können wir mal schauen. Werkstatt. Betreten verboten. Ha! Ich bin drinne. Wieder raus, wieder drin. Und hier ist die Farbengrotte. Ich habe keine Ahnung, wie das sind die blauen Lichter und die roten. Das sieht echt geil aus. Nachts sah es natürlich ein bisschen imposanter aus. Habe ich Lichter? Nee, ne? Gut. Hat mir optisch ja sehr gut gefallen nachts. Ist tot. Helsing ist tot. Was hat er getan? So, und dann können wir mal gucken. Die anderen Leute sind alle ein bisschen fleißiger. Ja gut, die bauen ein bisschen mehr. Einmal auf den Weg absetzen. Uschan de Luca. In Urlaub, 10 Tage. Guck mal hier, mit Ansage. Ja, da wirst du aber ordentlich abbauen dürfen, wenn du aus dem Urlaub wiederkommst. Ich hoffe, du hast einen schönen Urlaub. Eine Mine hat sich gebaut, heimlich hier. Nicht. So, und hier hat er einen Garten. Sehr viele Möhren. Sehr schön, mit Bäume abgegrenzt. Sieht cool aus. So, was ist denn noch weiter passiert? Er ist in sein eigenes Loch gestürzt. Das hört sich ganz furchtbar an. Gott sei Dank hinterlässt man ja nur ein Holzkreuz, wenn man stirbt. Und das war's. Und da hinten ist schon wieder ein Haus. Hier wird scheinbar gerade gebastelt. Wohnort von Life Place. Krieg ich meine Sachen wieder. Wie, wurden geklaut? Zur Friedrichshöhe. Zum Spawn. Okay, das wissen wir jetzt alles. Ich muss das trotzdem mal lesen, ist mal interessant. Es ist ja wie, als ob eine Welt einfach so entsteht. Eine Wohnort von Mafia Micha. Viel zu große Scheiben eingebaut, macht aber nichts. Und dahinter, wow, was ist das denn? Wie irre. Was, wow, cool. Geht's hier in seine Mine oder wie? Boah, das sieht echt gut aus. So, hier darf ich die Türen öffnen. Ich darf sie nicht öffnen, ist alles geclaimt. Aber ich darf ja trotzdem mit F2 reingleiten. Nochmal F2 stehe ich dann drin. Ich fasse aber nichts an. Ich will aber einmal reingucken. Ja, so kann man das auch verschönern, ne? Wenn man die Laternen dahin hängt. Wow. Wollen wir überhaupt wissen, was da unten ist? Vielleicht ist das ja ein Milieu. Boah, das ist eine Glasscheibe. Boah, was hast du denn hier gebaut? Irre. Und so mutige Glasscheiben, ne? Wenn man so, oh ne. In echt könnte ich da nicht drüber laufen. Hätte ich Schiss. Boah, das geht aber sautief. Sag nicht, du hast in der Hölle gebaut. Ah ne, jetzt vielleicht hervor. Hier ist von Mafia Micha das Ende. Das müssen wir uns nächstes Mal unbedingt angucken. Wir gleiten einfach mal geistesmega göttlich durch die Wand. Das darf ja jeder in dem Spiel. Also hat nichts mit Admin zu tun.
und schauen doch mal die Straße weiter. Was dann noch so kommt. Hier steht ein Schild mitten im Weg. Zurzeit im Bau. Okay, das ist wahrscheinlich die Straße, die noch im Bau ist zum Spawn. Wohnort von Iron Eagle and Ben Collin. Ben Collin, Namen kenne ich irgendwoher. Ein Öfsken. Also hier wohnen zwei Typen. Ein Kaktus. Sie haben sich einen Kaktus besorgt. Wie cool ist denn das? Ein Palm. Alter, wie das aussieht. Ey, geile Idee. Also, das muss man erstmal kommen. Ein kleines Gärtchen, ein kleines Häuschen, ne? Das lassen wir mal in Ruhe. Eine Abgrenzung von den wahrscheinlich ihr Claim-Gebiet. Werdet ihr sehen. Ja. Das kann man sich so anfangs so machen, damit man nicht rüberbaut. Sie steckten quer im Loch. Ohne Worte. Okay, hier wohnt noch jemand. Schöne Allee. Weil man muss ja warten, bis die Bäume gewachsen sind. Übelst. Und die ganzen schönen Trauerweiden. Er baut sich hier im Palast, der Ben Collin. Wow. Noch leer. Wir werden sehen, wie sich's füllt. Wenn er weiterbaut natürlich. Und was ist das für ein Rohstoff, den er gewählt hat? Er sagt nicht Erde. Nee, Quatsch. Erde kannst du nicht zu Würfeln machen. Das geht nicht. Hoch, hoch in die Lüfte. Und dann sehen wir. Boah, ist das cool mit den Bäumen. Das muss ich mir merken. Da kann man die so gut bauen, dass man so gut damit abgrenzt. Und dann seht ihr jetzt hier unsere kleine Welt, die immer größer wird. Ihr seid natürlich wieder herzlich eingeladen mitzumachen und euer Grundstück hier zu claimen. Mal gucken, wie groß es am Ende wird. Bin mal ganz neugierig. Und ich sag danke fürs Zusehen. Kleines Server-Update. Die Videos werden immer länger. Da muss ich mich immer mal konzentrieren. Hier ist noch der Bergfried, den habe ich noch nicht gezeigt. Ich muss mal zusehen, dass ich ein eigenes Haus bekomme. Ach, schon mit Leiter runter, habe ich gar nicht gesehen. Der einsame Burgfried. Öffnungszeit Montag bis Sonntag, 24 Stunden. Aha, immer. Man kann sogar hoch. Wupp, ich mogel. Und hier steht ein Ritter oben. Okay, der Ritter sagt danke fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Wieder ein paar Tage vergehen. Mal schauen, was dann hier so entsteht. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss.